Wie funktioniert das eigentlich mit der Selbstorganisation in einem Unternehmen? Kann da jeder überall mitreden? Gibt es da niemanden, der Verantwortung übernimmt? Und werden da auch die Gehälter verhandelt? Darum geht es in der heutigen Folge von Kulturwandeln, dem kritischen Podcast für Trainer, Coaches und Berater. Mein Name ist Markus Fischer. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen bei einer weiteren Episode hier. Zu heute habe ich einen interessanten Gast für mich. Das ist Sebastian Schönfeld, langjähriger Mitarbeiter bei der Firma Zipgate in Düsseldorf, die seit vielen Jahren das Konzept einer sehr, sehr hoch durchdachten und weit verbreiteten Selbstorganisation fährt innerhalb des Unternehmens. Und mit ihm habe ich mich unterhalten, was daran ihn natürlich begeistert, was ihm Freude macht, aber auch die Schwierigkeiten. So wird er uns erzählen, dass es ohne Macht auch dort nicht funktioniert, dass er nicht glaubt und warum das Demokratie im Unternehmen funktioniert und wie das jetzt mit dem Thema Geld und Gehalt bei Zipgate funktioniert. Ich wünsche viel Vergnügen bei diesem Interview. Dann sage ich mal hallo, hallo, morgen Sebastian, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben ja ein bisschen Kontakt gehabt vorher schon über die gewaltfreie Kommunikation und da habe ich ja mitbekommen, dass du in einer spannenden Firma arbeitest bei Zipgate. Und finde es toll, dass wir ein bisschen Zeit jetzt finden, dass du mal erzählst, was du toll findest an der Firma. Ist ja eine sehr spezielle, doch immer noch Art und Weise, wie ihr arbeitet. Und wir haben ja auch gemerkt, die gewaltfreie Kommunikation ist das, was uns erstmal so zusammengebracht hat. Und das setzt ihr ja auch ein, sage ich mal. Oder das ist eine Art und Weise, wie ihr euch damit beschäftigt, besser zusammenzuarbeiten. Deswegen mal erstmal herzlichen Dank nochmal und die Einladung jetzt. Sag doch einfach mal, stell dich kurz vor, wo arbeitest du, wie arbeitest du und was findest du daran besonders? Und dann gucken wir, wo unser Gespräch hier hingeht. Okay, danke für die Einladung, die Vorstellung. Ich heiße Sebastian Schönfeld, ich arbeite, wie gesagt, bei Zipgate. Ich bin da Scrum Master. Also vielleicht sagt das nicht jedem was, es ist halt so ein agiler Rahmen. Ja. Man könnte es vielleicht umschreiben als so eine Mischung aus Team- und Organisationsentwickler, weil das eine nicht so ganz ohne das andere geht. Ne? Also ich arbeite nicht nur mit einem Team, sondern mit mehreren Teams. Meine Aufgabe ist eigentlich, also ganz einfach beschrieben, das Team besser zu machen. Manche sagen auch schneller. Ich finde schneller nicht immer so eine gute Beschreibung, weil schneller nicht immer besser ist für ein Unternehmen. Und genau, also es sind natürlich dann verschiedene Sachen. Ne? Also da geht es natürlich darum, irgendwie zu gucken, ob die richtigen Methoden angewandt werden. Es geht natürlich auch darum, irgendwie Konflikte zu lösen in Teams. Ich beschäftige mich in letzter Zeit aber vor allem auch mit so Organisationsthemen und die Kombination finde ich mega spannend. Und ich fand es in deiner Vorstellung interessant, dass du gesagt hast, dass ich in einem interessanten Unternehmen arbeite, was etwas anders organisiert ist. Ich weiß gar nicht genau, ob das stimmt. Dafür kenne ich zu wenige Unternehmen. Also es ist schon so, dass sehr, sehr viele Leute bei uns, also wir haben im Jahr irgendwie zwischen 10 und 12.000 Leute, die bei uns vorbeikommen, die sich auch unsere Firma angucken. Ja, also wir haben auch viele Veranstaltungen. Die kommen ja nicht umsonst, ja. Die kommen ja, genau. Die wollen ja was Besonderes sehen. Absolut. Und ich glaube, das gibt so zwei Ebenen. Ne? Das eine ist, was die dann sehen und das andere ist, was im Hintergrund passiert. Und das sind unter Umständen auch unterschiedliche Dinge. Ne? Also vordergründig sieht man sowas wie Scrum, man sieht sowas wie Agile, man sieht sowas wie Lean. Das sind natürlich auch so Buzzwords, die in letzter Zeit irgendwie sehr hochgekommen sind und wo ich viele Firmen kenne, auch die, wo ich vorher zum Beispiel gearbeitet habe, die sagen, ja, wir müssen jetzt agil werden. Das ist für mich immer so ein bisschen komisch. Auch dieses ganze New Work-Thema ist für mich immer so ein bisschen schwierig, weil da versuchen irgendwie Leute, sich bei anderen Firmen was abzugucken und das ist schwierig, ne? Weil Firmen sind sehr einzigartig. Und das, was da passiert, das ist auch nicht immer gewollt, sondern es entwickelt sich auch sozusagen im Rücken der Mitarbeiter. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, spannend, sich bei uns Impulse zu holen. Und wenn die Menschen, die zu uns kommen, das Richtige lernen und nicht, ich mache jetzt Scrum und dann läuft es bei uns auch, dann ist es, glaube ich, schon ganz gut. Und die Frage ist immer, wie lange sind wir noch so weit vorne? Ne? Also weil natürlich auch andere Firmen aufholen, das sehen wir, das ist jetzt auch nicht schlimm. Ne? Also solange wir irgendwie selber gut funktionieren, ist das natürlich irgendwie okay. Aber du sagst, Entschuldigung, wenn ich mal kurz nachfrage, du sagst ja, wenn die Leute das Richtige lernen,
In die Richtung würde ich halt gern auch noch kommen. Ja. Will dich jetzt nicht abwürgen, aber so was kann oder soll man denn lernen, wenn du sagst, eure Firma funktioniert gut oder und was? Ja, sag mal. Ich versuche mal über die, was sie nicht lernen sollen. Mhm. Dann versuche ich mich bei dem anzunähern, was sie bei uns lernen können. Also, was sie nicht lernen sollten, ist, wir brauchen jetzt auch ein Restaurant, in dem auf höchstem Niveau gekocht wird. Wir brauchen so Standards wie ein Kicker und eine Tischtennisplatte. Mhm. Wir brauchen irgendwie einen Raum, in dem wir Retrospektiven machen können. Sondern das ist eine andere Art zu denken und auch vor allem zu gucken, welches Problem haben wir eigentlich und was davon, was wir vielleicht zum Beispiel tun, könnte unter Umständen dabei helfen, dieses Problem zu lösen. Dafür muss ich aber erstmal verstanden haben, was das Problem ist. Mhm. Und das ist viel häufiger das Problem in Unternehmen, dass sie eben nicht wissen, was das Problem ist, ne? Sondern dass dann sowas kommt. Also und auch nochmal auf das New Work zurückzukommen, also nicht sowas wie, unsere Mitarbeiter sind unzufrieden. Das ist erstmal kein Problem. Mhm, ne? Also fürs Unternehmen, nicht hauptsächlich. Fürs Unternehmen, genau. Also natürlich aus individueller Sicht, klar, keine Frage. Ja, fürs Unternehmen ist das erstmal kein Problem. Solange die ihren Job machen, ist das total egal, wie die drauf sind. Genau. Ja. Und das ist halt so ein bisschen der Unterschied zu früher. Da hat quasi einfach die Unternehmensführung den Leuten, die da gearbeitet hat, gesagt, ihr macht übrigens genau das. Ne? Also nehmen wir jetzt mal sowas wie, wie Bandarbeit. Ihr macht die drei Handgriffe und mehr solltet ihr überhaupt nicht machen. Da wurde ja überhaupt nicht... Da war es weder nötig, noch wurde es verlangt, dass die Leute als volle Person mit ihren Ideen und ihrer Kreativität da waren. Und da war es auch total egal, ob die zufrieden waren oder nicht. Die haben ihr Geld bekommen und das war ja auch so ein bisschen dieser tayloristische Ansatz. Ne? Also die werden sogar gut bezahlt und da ist ja auch der Begriff Freizeit entstanden, weil das war die Zeit, in der man frei war und die andere Zeit war die, wo man dem Unternehmen sozusagen gehörte und das gemacht hat, was die einem gesagt haben. Und die Zeiten haben sich natürlich durch die dynamischen Märkte einfach verändert, sodass man viel mehr darauf angewiesen ist, dass die Leute mit ihrer Kreativität, mit ihren Ideen und so als ganze Person da sind und auch mit ihrer Kritikfähigkeit in beide Richtungen, ne? Also kritikfähig zu sein, wenn man Kritik bekommt, aber auch Entscheidungen zu kritisieren und den Mut zu haben, das zu kritisieren. Und das ist für mich so da, wo die gewaltfreie Kommunikation wirkt, ne? Weil ich glaube, dass das ein total gutes Mittel ist, um zum Beispiel mutiger zu werden. Ne? Also weil man irgendwie sicherer mit sich selber ist, mit seinen Gefühlen etc. Und vielleicht auch tatsächlich weniger Angst hat. Ne? Also bei mir hat das dazu geführt, und ich weiß ja auch, was du mir an der GfK kritisierst oder an der Mainstream-GfK. Und das ist das, wo ich eigentlich auch so herkam und sagte, ja, okay, dann können wir besser miteinander kommunizieren. Ich hatte dann auch so ein bisschen dieses... dann kann ich halt Leute von mir überzeugen, ne, dass sie meine Meinung dann haben und so. Ja. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, ja, nee, eigentlich hilft mir das, dass ich zum Beispiel tatsächlich viel, viel weniger Angst habe, einen Job zu verlieren. Ja, ne? Und man dadurch einfach sicherer darin wird, auch zu sagen, nee, das sehe ich jetzt zum Beispiel total anders. Ne? Und in meinem Job ist das natürlich schon auch so, dass ich häufig Dinge kritisiere, die bei uns im Unternehmen auch schon immer einfach so gemacht wurden. Ne? Wenn ich das Gefühl habe, dass das irgendwie... dass man da vielleicht mal was ändern müsste. Und ich glaube, da hilft halt die GfK total in meinem Job, aber am Ende natürlich auch gerade in Unternehmen, die sich in dynamischen Märkten befinden, was mittlerweile eigentlich die meisten sind, durch die Globalisierung und Internet und so. Und dass da die GfK natürlich ein richtiger Hebel sein kann. Und das ist, glaube ich, für mich so der große Unterschied, dass da, wo ich vorher gearbeitet habe oder wenn ich mit Leuten über die GfK spreche, auch die in Unternehmen sind, für die ist das immer so ein Goodie, so ein bisschen Shishi und dann sind wir irgendwie alle lieb zueinander. Das ist ja überhaupt nicht das, worum es geht. Und da steht ja auch eine fundierte Theorie dahinter. Ne? Und da kann man sagen, ich glaube nicht daran, ne, dass zum Beispiel Leute nur Dinge tun, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Die Frage ist immer, hilft das? Ne? Und wenn das quasi, also es ist ja eigentlich egal, ob die Theorie, ob das wirklich stimmt, sondern hilft das in dem, was man tut, also für sich persönlich oder im Unternehmen oder nicht. Und wenn es hilft, dann sollte man das irgendwie nutzen. Okay. Da habe ich ja gleich, also finde ich ja spannend, also auch wie du es beschreibst, auch deinen persönlichen Weg da drin. Aber da kommen mir zwei Fragen. Zum einen würde mich ja interessieren, also du hast daran gearbeitet, weniger Angst zu haben und dadurch mutiger zu werden. Und wie du sagst, das brauchst du. Ja. Also erstmal brauchst du oder tut dir gut und das Unternehmen braucht es, damit die Leute wirklich sich trauen, ihre Ideen einzubringen. Also zwei Fragen. Also wie hast du das gemacht, also es wie ja ganz konkret oder hast du ja. noch hast kannst du dich noch erinnern? Und das andere ist ja, okay, man kann jetzt persönlich dran arbeiten, weniger Angst zu haben, aber das andere sind ja
wie du sagst, im Unternehmen erstmal ist es per se als Unternehmen nicht wichtig, sind die Leute zufrieden, solange die Arbeit, die das Unternehmen machen muss, gemacht wird. Das kann ich, sagen wir mal, ein bisschen provokativ sagen, das ist im Unternehmen auch egal, ob du Angst hast oder nicht hast. Also wenn du jetzt schlechte Arbeit machst, könntest du ja auch berechtigt Angst haben, oder? Oder wie sieht es denn bei euch aus? Kann man bei euch nicht rausfliegen? Also, oder wenn jetzt, wie macht ihr das da wirklich ganz konkret, eure auch Personalpolitik, sag ich mal? Also das eine ist persönlich Angst nicht mehr zu haben und das andere ist aber realistisch im Unternehmen, muss man manchmal sich von Leuten trennen. Ja. Oder ist es bei euch anders? Also die beiden Fragen, wenn du Lust hast, darauf mal. Also das eine ist ja quasi der persönliche Weg, ne? Ja. Ich fange damit mal an, ich versuche es relativ kurz zu halten. Ich habe nicht aktiv daran gearbeitet, keine Angst mehr zu haben. Das war bei mir ein Ergebnis von dem, was ich getan habe. Ne? Also ich habe irgendwann vor einigen Jahren die GfK über Soul Bottles kennengelernt. Die kennst du ja auch ganz gut. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf das Unternehmen gekommen bin. Ich fand das mega spannend und war da irgendwie auch in so einer Phase, wo ich das Gefühl hatte, irgendwas muss sich bei mir selber ändern. Ich habe so ein Einführungsseminar gemacht, ich habe dann so also eine Grundausbildung in der GfK gemacht, die mache ich auch weiter. Ich habe mich ich glaube, du hast das auch mal in deinem Podcast schon mal vorgestellt, diese Übung zur Selbstempathie, die mache ich regelmäßig, wenn ich in Situationen gelange, wo ich denke, da habe ich irgendwie nicht so reagiert, wie ich das vielleicht gewollt hätte, ne? Oder so autopilotmäßig. Ich beschäftige mich auch viel mit so Achtsamkeit und Meditation und so, mache einfach viel, was mir tatsächlich total hilft, irgendwie mehr bei mir selbst zu landen, auch zu verstehen, wer ich selber bin. Und ich glaube, das gibt mir halt so die Sicherheit, nimmt mir die Angst vor bestimmten Dingen. Ja, ich glaube, es ist gar nicht so, ich hab mir jetzt nicht irgendwie, klar habe ich Angst vor Sachen gehabt, aber es war nicht so, dass ich muss da unbedingt dran arbeiten, sondern das war so ein Effekt, den ich jetzt hier irgendwie bemerkt habe. Das ist so der eigene Weg, den ich auch auf jeden Fall weitergehen will, weil ich merke, dass mir das total hilft. Also so auch ich nicht das Gefühl habe, da ist man irgendwann fertig, sondern das geht, glaube ich, einfach weiter. Und das Zweite mit Angst im Unternehmen, ich glaube, das sind zwei Fragen habe ich daraus gehört. Das eine ist, wie das bei uns ist, also wie wir zum Beispiel Leute entlassen. Also bei uns ist das so, dass also die direkten Kollegen, Leute entlassen. Ne? Also da wir ja bis auf die Geschäftsführer keine formale Hierarchie haben mit so einer Durchsetzungsgewalt, sage ich mal, von sowas, entscheiden das die Kollegen, also die zum Beispiel mit mir im Team arbeiten. Okay. Das heißt natürlich, kann man theoretisch bei uns rausfliegen, keine Frage, und das passiert auch regelmäßig. Ich glaube, dass wir da sehr fair mit umgehen. Würde ich jetzt mal so beschreiben. Das ist natürlich nicht einfach, ne? Also ich war auch schon in so Situationen, wo ich das dann machen musste und das ist nicht schön, also auch so auf persönlicher Ebene. Ja. Ist aber für ein Unternehmen auch manchmal einfach, muss das sein, ne? Und ich glaube, dass da auch die GfK dazu führt, das anders zu bewerten, ne? Also vielleicht auch mit ein bisschen, sagen wir mal, persönlichem Abstand und zu gucken, ja, okay, das macht ja irgendwie Sinn. Und ich habe das so erfahren, wenn ich irgendwie gekündigt habe oder teilweise auch gekündigt wurde, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, ja, das hat schon Sinn gemacht. Ne? Also da, wo ich da war ich nicht an dem richtigen Ort. Ne? Oder das, was ich quasi bin und was ich irgendwie leisten kann und will, das war da vielleicht nicht der richtige Zeit, nicht der richtige Ort irgendwie. Ich glaube, das Zweite war ja so eher so eine bisschen Metafrage. Kann das einem Unternehmen nicht egal sein, wenn die Mitarbeiter Angst haben? Ich glaube, dass das früher tatsächlich so war, solange sie ihren Job gemacht haben. Ich glaube, dass heutzutage das Wissen der Leute, die näher am Produkt oder näher am Kunden haben, dadurch, dass das Wissen höher ist, müssen sie dieses Wissen zuliefern, zum Beispiel den Führungskräften, damit die bessere Entscheidungen treffen können. Wenn sie aber Angst haben, Führungskräfte zum Beispiel zu kritisieren, ist das tatsächlich für das Unternehmen schädlich. Ne, also nicht für die Person, sondern für das Unternehmen. Und das ist das, was sich meiner Meinung nach geändert hat und wo sowas wie eine gewaltfreie Kommunikation total dabei helfen kann, dass die Leute einfach sicherer oder mehr in sich ruhen oder dann auch sagen, ja, nee, das sehe ich anders und da habe ich auch eine Meinung zu. Ne? Und was natürlich daneben stehen muss, ist, da geht es nicht um Gepöbel im Sinne von, ich finde die Entscheidung scheiße, sondern
Ich habe da wirklich eine fundierte Meinung und Argumente zu, und die trage ich natürlich auch in einer qualitativ hochwertigen Form vor, damit die Entscheidung besser wird. Nicht, damit ich irgendwie mein Ego poliere, sondern weil ich glaube, dass das für die Firma Ja, ja. gefährlich sein kann. Ah, okay. Beantwortet das Ja, deine sehr gut. Frage? Sehr, ja, vielen Dank. Ja, sind viele spannende Fragen. Also ich habe gerade viele Fragen im Kopf. Aber mich aber auch mal interessieren, auch persönlich, aber natürlich auch so ein bisschen mit dem Blick auf das Unternehmen. Wie war denn so dein Weg? Ich meine, kennst du das Thema Selbstorganisation vorher schon? Warst du immer schon so drauf, sage ich mal, oder bist du da auch, hat dich das angezogen und bist du deswegen jetzt zu der Firma? Und dann auch, wie war es jetzt? Also ist es immer einfach, Selbstorganisation, das mal ein bisschen zu beschreiben, weil ich glaube, viele kennen es ja doch nicht. Es ist ja doch immer noch eine Ja. Ausnahme. Also mal sowohl deinen persönlichen Blick, aber auch so ein bisschen, wenn du sagst, wie funktioniert da euer Team, wie würdest du das beschreiben oder auch als Unternehmen? Ja. Würde mich mal interessieren, ja. Also so ein bisschen der Weg. Ich habe, wie viele, die nach der Schule nicht wussten, was sie machen wollen, Wirtschaftswissenschaften studiert, also BWL und VWL. Und ich habe dann in einer Medienagentur, ne, also Bereich Werbung, angefangen, und habe da aber auch schon relativ schnell gemerkt, dass so dieses mich wirklich um das, was die tun, kümmern, mir weniger Spaß macht, als zu überlegen, wie kann man denn da an der Organisation irgendwie was verbessern. Das hat mir irgendwie immer mehr Spaß gemacht. Und ich habe danach nochmal, ich war dann ein paar Monate auf Reise, als ich wiedergekommen bin, habe ich in einer anderen Agentur angefangen, und da habe ich eigentlich schon vorrangig so mich um Teamentwicklung und so Organisationsentwicklung gekümmert. Also eigentlich war das nicht so richtig mein Job, aber da mein Chef irgendwie nicht so richtig Zeit hatte für mich, habe ich mir halt einfach Sachen gesucht. Und bin dann irgendwann so auf das Thema agil gestoßen. Das fand ich irgendwie total spannend. Habe dann da versucht, ein paar Sachen umzusetzen. Da habe ich noch weniger Wissen über so Organisationen gehabt, sonst hätte ich da auch verstanden, warum das da nicht funktioniert hat. Ein paar Sachen sind aber, also die ich da eingeführt habe, laufen immer noch. Ich habe immer noch Kontakt zu ein paar ehemaligen Arbeitskollegen, Kolleginnen. Das finde ich ja ganz spannend, dass ein paar Sachen offensichtlich ein Problem gelöst haben, ohne dass ich damals wusste, was für ein Problem ich da lösen will. Und also so aus Versehen habe ich da was richtig gemacht anscheinend. Und dann habe ich irgendwann, war ich bei Zipgate, auch bei einer Führung tatsächlich, und fand das irgendwie mega spannend und habe danach einfach gefragt, wo ich mich denn jetzt bewerben könnte. Und das habe ich dann gemacht. Also ich war auch kein Scrum Master. Also ich habe mich damit beschäftigt, aber ich hatte diese Schulungen und diese Ausbildung noch gar nicht gemacht. Das war da aber egal. Also das habe ich dann später gemacht. Ja, und dann konnte ich da irgendwie anfangen. Und dadurch, dass ich mich vorher schon wirklich sehr, sehr viel mit diesen Themen beschäftigt habe, noch in keinem agilen Unternehmen, also was heißt agiles Unternehmen, in einem Unternehmen, die agile Methoden einsetzen, habe ich nicht gearbeitet, aber ich war da relativ schnell drin in dem Thema. Und ich glaube, das Thema Selbstorganisation, da muss man so ein bisschen das, glaube ich, abgrenzen, weil viele Leute denken, dass Selbstorganisation ausschließlich sowas wie Selbstverantwortung ist. Selbstorganisation, also in meinem Kopf ist das aber eben kein psychologischer Begriff, sondern ein soziologischer Begriff. Also es ist etwas, was entsteht durch bestimmte Dinge. Also zum Beispiel, dass man von Steuerung auf Führung umschaltet. Ne? Also Steuerung ist, ich sage dir, was du zu tun hast. Und Führung ist, ich werde um Rat gefragt bei bestimmten Themen. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, ne? Weil Steuerung, also ich sage dir, was du zu tun hast, funktioniert nur, wenn ich mehr weiß als du. Ne? Also wenn ich jetzt dein Chef wäre, und ich weiß mehr als du in einem bestimmten Bereich, dann sage ich dir, was zu tun ist, weil das für das Unternehmen total sinnvoll ist, weil alles andere total teuer wäre. Ne? Also wenn du dir das quasi selber erarbeiten müsstest durch Versuch und Irrtum, wäre das für das Unternehmen teuer. Das ist aber in den meisten Fällen einfach nicht mehr der Fall, weil durch die Dynamik des Marktes, die Leute, ich sag mal, die man früher unten genannt hat, operativ viel, viel klüger sind als die im Zentrum des Unternehmens sitzen. Und das meine ich jetzt nicht immer nur in Person, sondern eher so auf funktionaler Ebene. Das sind nicht immer, also ich mache auch also Zentrumsaufgaben, und ich mache auch Aufgaben in der Peripherie. Hat nicht immer was nur mit den Menschen zu tun. Das macht auch Sinn, das da zu trennen, ne, weil man dann nicht immer Schuldige sucht. Weil man ja häufig im Übrigen den Effekt hat in Unternehmen, wo wir auch gerade bei Entlassung waren, dass man Leute entlässt, weil die, weiß ich nicht, Unruhe reinbringen oder was auch immer da tun. Und man sich dann hinterher wundert, wenn man den entlässt, dass
sich daran nichts ändert. Ne? Mhm, und daran merkt man auch, dass eine Organisation halt unabhängig von den Menschen funktioniert und man immer beides im Blick haben muss, ne? Und auch drauf gucken, was ist das? Ist das gerade ein menschliches Problem oder ist das ein Organisationsproblem? Und meistens das, was man als Problem entdeckt hat, ist gar kein Problem, sondern eine Lösung für irgendwas, ne? die Organisation quasi entwickelt hat. Mhm. Und deswegen ist Selbstorganisation halt was, was keine Steuerung benötigt. Ne? Also ich kann ja mal ein Beispiel nennen, vielleicht ist das, das einfacher. Dadurch, dass wir ja bei uns, wir haben verschiedene Rollen, ne, die schon bestimmte Verantwortung haben und auch bestimmte Sachen dürfen. Ne? Also zum Beispiel, dass unser Product Owner sagen darf, das ist das, was wir machen wollen und dann die Entwickler entscheiden, wie sie es machen. Das ist natürlich schon eine bestimmte Hierarchie, nur ist das eher eine funktionale Hierarchie als so eine formale und ich bin dir irgendwie vorgesetzt und sag dir, was du zu tun hast und entscheide auch, ob du rausfliegst oder nicht. Mhm. Das heißt aber auch, dass sich bestimmte Leute, die miteinander arbeiten müssen, einigen, damit Selbstorganisation überhaupt funktioniert. Weil da gibt es ja niemanden, der einfach eine Abteilung sagen kann, ihr macht das jetzt gefälligst, das, was die andere Abteilung braucht. Mhm. Ja, sondern da muss man sich irgendwie einigen. Das ist also ganz konkret, steht bei uns beispielsweise bei der Buchhaltung, steht an der Tür, ich habe jetzt die Zeit nicht genau im Kopf, aber bitte nach Möglichkeit nur zwischen 11 und 12 vorbeikommen. Mhm. Und das ist sowas wie da hat man eine symmetrische Schnittstelle aufgebaut, ne, für die Selbstorganisation, weil man gesagt hat, irgendwann wahrscheinlich, das war glaube ich so auch vor meiner Zeit noch, wir können eigentlich den Job nicht tun für euch, ne, also für die Organisation, wenn bei uns dauernd Leute reinkommen. Mhm, so, und dann hat man sich quasi irgendwie geeinigt, ne, im Sinne von, das funktioniert, wenn ihr zu der Zeit reinkommt, wenn ihr natürlich einen Notfall habt, dürft ihr natürlich jederzeit reinkommen. Mhm. Sowas gibt es bei uns relativ häufig und das kann man sich auch in jedem Unternehmen mal angucken, weil das gibt es überall. Weil alle Unternehmen, die jetzt aktuell also am Markt sind, im Sinne von offensichtlich mehr Geld einnehmen, als sie ausgeben, da funktioniert das ja, ne? Und man geht häufig so pathologisch an so Unternehmen ran und sagt, ja, hier läuft irgendwie alles scheiße und wir müssen alles ändern und das stimmt ja so nicht. Man muss halt gucken, wo es funktioniert und dann muss man gucken, da wo man meint, es funktioniert nicht, ist das wirklich dysfunktional oder ist das funktional und man könnte es vielleicht durch was anderes ersetzen. Ja. Also ich sag mal, ein gutes Beispiel sind Meetings. Meetings haben in vielen Unternehmen nicht die Funktion, dass man da irgendwas erarbeitet, sondern eine andere Funktion, zum Beispiel Hierarchien darzustellen oder irgendwas anderes. Und wenn man das verstanden hat, dann könnte man gucken, gibt es nicht vielleicht eine Möglichkeit, das zu tun, die ein bisschen weniger Geld kostet. Mhm. Ja, weil wenn irgendwie, weiß ich nicht, 5 Geschäftsführer 2 Stunden zusammensitzen, dann kostet das richtig Geld. Das sind halt so Dimensionen, die man bei Selbstorganisationen wie man ein bisschen anders drauf gucken muss, ne? Weil da geht es nicht nur darum, dass die Leute selbstverantwortlich Entscheidungen treffen, sondern vor allem auch, dass die Organisation sich selbst organisiert, ohne dass es da jemanden gibt, der immer sagt, ihr macht das gefälligst so und so. Mhm, weil, wie gesagt, das funktioniert nur, wenn der mehr weiß als die anderen. Und das ist heutzutage einfach häufiger nicht mehr der Fall. Okay. Jetzt spiele ich mal ein bisschen den Advocatus Diaboli und du weißt ja, ich bin da ja, hinterfrag ja die Dinge. Also wenn du jetzt gesagt hast, ein Beispiel mit deinem, du hast einen Product Owner und der kann ja schon sagen, weil er eben anscheinend die Verantwortung für bestimmte Produkte bei euch übernommen hat, sagt, hey, das machen wir jetzt so. Also da scheint es ja schon mal auf jeden Fall, du nennst es eine funktionale Hierarchie, dass nicht jeder gleiche Mitspracherecht bei allen hat. Das geht ja im Unternehmen auch per se einfach mal nicht. Ja. Aber so klingt es ja manchmal häufig, ja, wenn man so hört, wie da über selbst gesprochen wird, wir klären alles im Konsens, im Team und. Ja. Das klingt ja manchmal so, als ob wirklich jeder gleiche, also Mitsprache und Entscheidungsrecht ist nochmal ein Unterschied. Ich kann natürlich vieles sagen, aber das heißt absolut. Ja nicht, das heißt ja nicht, dass es gemacht wird und da muss ja jemand Entscheidungen treffen. Ja. Also scheint es ja doch eine Art von Hierarchie geben. Und ich sage jetzt mal, weil ich gesagt habe, Advocatus Diaboli, es gibt ja auch, also gerade auch soziologische Forschung, die ganz klar sagt, Gruppen ohne Hierarchie gibt es nicht, per se, Punkt aus. Absolut, ja. Und da würde ich gern, sag auch mal deine Meinung dazu hören. Du hast es jetzt schon ein bisschen so durchklingen lassen. Ich höre auch, du bist ja im Grunde also schon auch sehr zufrieden. Du findest es ja ein sehr positives Modell. Ja. Aber du kennst ja eben auch dann eben die Praxis. Also was wird oft ein bisschen so schön drüber geschrieben. Gerne nochmal so die Stolpersteine aus deiner Sicht. Vielleicht auch die falschen Mythen, die da rumschweben. Ein paar hast du ja schon so mal angedeutet.
Ja. Zu dem Thema Hierarchie sage ich jetzt mal vielleicht. Hierarchie. Ja, klar. Ja, genau. Ja, eins meiner Lieblingsthemen. Ah, okay, ja, super. Weil, also Systeme ohne Hierarchie funktionieren nicht. Okay. Ne? Und man muss Hierarchie auch wertfrei sehen. Das hat immer so was Negatives. Ja, ne? Also ja. Erstmal geht es dann nur um oben und unten. Ne? Das ist erstmal nichts Schlimmes und ein Strukturelement sozusagen. Mhm. Und ich glaube, das zu lösende Problem bei den Unternehmen ist, dass die das Ansehen der Leute, ne? Weil ich nehme mal das Beispiel mit dem Product Owner, was du gesagt hast. Ne? Das ist nicht so, dass er, also klar, in diesem Scrum-Modell ist das so auch dargestellt, dass der sagen darf, was zu tun ist und die anderen sagen wie, aber da er ja der ist ja nicht disziplinarisch vorgesetzt, das heißt, er hat ja überhaupt gar kein Machtmittel. Mhm. Ne? Und dieses fehlende Machtmittel muss ja durch irgendwas ersetzt werden, damit die Leute tun, was er sagt. Mhm. Und das ist Ansehen. Das heißt, und Ansehen basiert immer auf Erfahrung. Ne? Also ich habe mit dieser Person in dem Falle oder mit der Funktion die Erfahrung gemacht, dass die Entscheidungen, die er trifft, in einem bestimmten Bereich, zum Beispiel eine gute Produktstrategie zu machen, die sind meistens gut und die sind meistens besser, als ich sie treffen könnte. Das heißt, das zu lösende Problem ist das Ansehen. Und dadurch entsteht natürlich eine Hierarchie, auch eine Entscheidungshierarchie, nur basiert die nicht auf Macht. Und auch Macht ist ja ein sozialer Konsens. Ne? Also wenn Macht muss anerkannt werden von beiden Seiten. Ja, ja. Ne? Und sonst funktioniert sie auch nicht. Ne? Also auch wenn man Druckmittel hat, dann kündige ich halt, ne? Wenn ich da keine Lust mehr zu habe. Das heißt, dieses Ansehen, das ist das eigentlich große Thema. Und ich merke das bei mir selber auch. Ne? Wenn ich in einem bestimmten Team bin oder in einem Team bin, wo ich mit denen ich vorher noch nichts gemacht habe, ne, die ich vorher nicht begleitet und unterstützt habe, dann muss ich auch erstmal ausloten, wie weit kann ich denn da schon gehen? Ne? Also wie weit darf ich denn da auch Sachen mal klar ansprechen, weil ich da das Ansehen dann teilweise noch nicht habe. Das muss ich mir dann auch erst wieder erarbeiten durch Erfahrungen, die sie mit mir machen. Ne? Da merke ich dann manchmal, oh, da bin ich jetzt ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ne? Muss ich wieder zurückrudern, ist aber auch dann okay. Ne? Also kann man auch einfach ansprechen und sagen, also ich sage das dann auch, naja, ich habe hier noch nicht das Ansehen, was ich in anderen Teams habe. Ich versuche mir das dadurch zu erarbeiten, dass ich euch das nützlich bin. Ne? Um nichts anderes geht's. Ne? Also wenn man auch als Hierarchiestufe sozusagen, wenn ich nicht nützlich bin, werde ich kein Ansehen bekommen und werde ich kein Ansehen haben. Und dann habe ich natürlich als Person auch ein Problem, aber vor allem auch als Unternehmen, weil Ansehen ist das zu lösende Problem. Beantwortet das ungefähr deine Frage? Ich verstehe, kann gut nachvollziehen, was du meinst. Das ist ja sehr dieser, wie du sagst, man muss sich Autorität erarbeiten. Ich meine, das Führungskräfte unterschätzen ja häufig, klar, sie haben ja immer noch in vielen Organisationen auch eine hierarchische Macht, weil sie, was ich, wirklich weisungsbefugt sind und. Und trotzdem müssen sie sich auf einer psychologischen, sozialen Ebene, wenn sie irgendwie vernünftig arbeiten wollen mit Erwachsenen, ja ihren Einfluss, ihren Ansehen, wie du sagst, erarbeiten. Ja. Ja. Das ist ja sehr viel komplexer und subtiler. Das funktioniert ja nicht nur über Sachwissen, ja, sondern häufig ja auch über, wie kommuniziert man, wie ist man im Kontakt, ja, soziale Fähigkeiten und. So, das kann ich gut nachvollziehen. Beim Thema Macht finde ich aber trotzdem interessant. Jetzt, ich spiele mal ein bisschen, ich weiß ja nicht genau, wie ihr arbeitet, aber ich schätze mal, Unternehmen, Tatsache ist, sie müssen immer wieder Entscheidungen treffen. Entscheidungen sind selten eindeutig und selten unumstritten, auch im Unternehmen. Ja. So, und da fängt doch dann die Macht an. Also wer trifft letztendlich Entscheidungen und muss sie dann auch quasi verantworten? Ja, Entscheidungen können falsch sein. Ja. Und jetzt kannst du vielleicht sagen, ja, dann vertraut man auf den, der da mehr Ansehen hat, aber das klingt mir dann zu einfach, ja, weil dann kann man sagen, ja, der hat in der Vergangenheit die richtige Entscheidung getroffen, aber kann sein, dass er gerade jetzt die katastrophalste Entscheidung für die Zukunft des Unternehmens trifft, weil er XY-Produkt für falsch hält und dann lieber sein Lieblingskind für richtig hält. Haben wir genug Beispiele in der Unternehmensgeschichte. Ja, absolut. Ja. Aber da ist doch dann, also da zeigt sich doch dann, wer hat wirklich Macht. Und es klingt immer so ein bisschen, als ob das versucht wird, schön zu reden. Ich behaupte, sage ich jetzt mal so ein bisschen, wie gesagt, ich will dich nicht provozieren, sondern einfach an den schwierigen Themen ein bisschen dranbleiben. Ja. Kommt sowas nicht vor bei euch? Das kann ich mir kaum vorstellen. Wenn es vorkommt,
Wie funktioniert dann das System von hier hat keiner Macht oder wie, vielleicht habe ich es nicht ganz verstanden. Erklär mal. Das habe ich nicht gesagt, dass keiner Macht hat. Du hast ja gesagt, keine formale Macht. Er hat keine Weisungsbefugnis sozusagen. Die gibt es natürlich in der Geschäftsführung. Ne? Das ist klar. Die haben natürlich über Macht. Die reden wir jetzt mal nicht, weil die haben natürlich endgültig eine Macht, auch quasi genau, Dinge durchzusetzen. Ja. Genau. Und es gibt quasi eine Truppe an Menschen um die Geschäftsführung, die bestimmte Dinge entscheiden. Mhm. Das Wichtige ist, weil du sagst, weil, also ich gebe dir total recht in dem, was du sagst, dass das manchmal so schön geredet wird. Ne? Ich würde zum Beispiel niemals sagen, dass wir ein demokratisches Unternehmen sind, ne? Weil Demokratie in Unternehmen funktioniert nicht. Ne? Also es muss jemand eine Entscheidung treffen, damit die dann auch jemandem zugerechnet wird. Das heißt, wenn sie falsch wird, dass auch die Person, die diese Entscheidung getroffen hat, weiß, die war falsch, ich lerne da was draus. Mhm, ne? Eine demokratische Masse kann dann irgendwie schlecht lernen oder das kann nicht wieder zusammengeführt werden zu was man dann lernt. Mhm. Und ich glaube, das, was du, glaube ich, beschreibst, was fehlt in Unternehmen, damit möglichst wenig falsche Entscheidungen getroffen werden, ist diese Widerständigkeit. Und ich glaube, dass die bei uns, da können wir bestimmt noch dran arbeiten, aber die ist schon sehr, sehr gut. Mhm, ne? Also wenn eine Entscheidung getroffen wird aus dieser Runde, dann kriegen die richtig Feedback. Mhm. Ne? Und das ist auch nicht immer, Kritik ist nicht schön. Ne? Also und ich glaube, das ist was, wo auch Führungskräfte, und jetzt spreche ich mal nicht nur von unserem Unternehmen, sondern grundsätzlich, daran arbeiten können, wobei die GfK wieder helfen kann, mit Kritik umgehen zu können. Weil das Schlimmste ist, wenn sie nicht mehr kritisiert werden. Mhm. Dann denken sie nämlich, jede Entscheidung wäre super und das kann nicht sein. Mhm. Ne? Also niemand ist in der Lage, jede Entscheidung richtig zu treffen. Das heißt, es geht darum, dass wenn jemand eine Entscheidung trifft, und weil du hast jetzt zum Beispiel gerade gesagt, für ein bestimmtes Produkt, weil das irgendwie sein Baby ist, ne? Und gegen ein anderes Produkt. So, dann würde bei uns, da würden Leute sagen, nee, wir sehen das komplett anders. Ne? Und dann muss man sich zusammensetzen und darüber sprechen, damit die Qualität der Entscheidung hinterhöher wird. Da geht es nicht darum zu sagen, wir wollen jetzt, dass du die Entscheidung revidierst, weil es gibt ja, also es gibt keine dummen Führungskräfte und schlaue Untergebene und andersrum genauso nicht. Ne? Die Intelligenz auf beiden Seiten ist gleich, die ist nur in unterschiedlichen Bereichen. Weil natürlich hat ein Unternehmer eine Kompetenz in einem anderen Bereich als Mitarbeiter. Und was halt wichtig ist, dass die Mitarbeiter ihr Wissen, also ihre Kompetenz, die Führungskraft oder auch der Geschäftsführer nicht haben kann, zuliefern, damit die Entscheidung besser wird. Ne? Weil ein Unternehmer oder ein Geschäftsführer wäre ja dumm zu sagen, oh, die haben da tatsächlich was Schlaues in einer vernünftigen Qualität vorgebracht, da denke ich mal drüber nach. Und noch schlauer sagt man hinterher, ich habe darüber nachgedacht, ich treffe die Entscheidung trotzdem so und zwar aus den und den Gründen. Und natürlich kann die dann immer noch falsch sein und das Wichtige ist, dass man danach nicht sagt, haben wir es doch gesagt, sondern die Entscheidung wurde so getroffen, die war falsch im Nachhinein, haben wir was draus gelernt. Und dann sich vielleicht nochmal zusammensetzen und zu überlegen, was haben wir denn daraus gelernt. Ne? Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen theoretisch an, aber ich glaube, das Allerwichtigste ist... kann ich nachvollziehen. Ja, okay, ja. Ich glaube, was ich wichtig finde, was hängen bleibt, ist, dass diese Widerständigkeit wichtig ist. Wenn man sich selber dabei erwischt als Mitarbeiter, dass man nach einer getroffenen Entscheidung, die dann falsch war, sagt, ach, das hätte ich ihm vor 3 Monaten schon sagen können, dann hat man was falsch gemacht. Ne? Und ich sage das mal richtig krass, das grenzt dann an Sabotage, ne? Ich dann nicht dem im Unternehmen das zugeliefert habe, was notwendig war, um quasi die Entscheidung besser zu machen. Ja. Okay, und ich finde, ja, kann ich gut nachvollziehen und macht auch nochmal vieles klarer, gerade auch mit diesem Thema Entscheidung macht, einfach, dass der Prozess, wie die Entscheidung durchgearbeitet wird, wie du beschreibst, durch diese Widerständigkeit im Team einfach eine ganz andere Qualität haben kann. Ja. Aber das finde ich jetzt auch einen spannenden Punkt, wie du sagst, das betonst du oft, die Team, also die Unternehmensmitarbeiter müssen eine Widerständigkeit, also eine Ehrlichkeit, eine Offenheit, Kritikfähigkeit in beide Richtungen mitbringen oder entwickeln. Jetzt schätze ich mal, ihr arbeitet schon seit vielen Jahren so, das ist natürlich dann auch was zur Unternehmenskultur geworden ist bei euch. Das heißt, Leute merken sehr schnell, das braucht es hier, sonst werde ich hier nicht froh oder das will ich natürlich auch. Deswegen zieht ihr bestimmt auch viele Leute an, die sagen, ja, genau so will ich arbeiten. Ja. Würde ich mal deine Meinung auch interessieren. Bei euch war es jetzt so, eure Gründer, vielleicht kannst du auch kurz was über die sagen, haben die so
wie haben die das eingeführt? Wollten die das so? Hat sich das entwickelt? Weil ich kann mir jetzt nur kurz schwer vorstellen, dass jetzt ein Konzern, ja, ein Großunternehmen, altes Familienunternehmen aufgebaut über Jahrzehnte, dass die diese Kultur mal eben entwickeln, kann ich mir schwer vorstellen. Deswegen, das interessiert mich so. Wie seid ihr denn so geworden? Hast du da einen Einblick oder was ist dein Eindruck? Gerne. Ja. Also da war ich natürlich noch nicht da, deswegen ist das meine Interpretation der Ereignisse. Ne? Ja. Und vielleicht ganz kurz zu deinem letzten Satz. Kultur in dem, was ich glaube, ist was man nicht aktiv entwickeln kann, sondern ist quasi der Schatten der Verhältnisse. Ne? Mhm. Also die Kultur basiert immer auf dem, was da quasi passiert. Und man kann nicht sagen, wir verändern jetzt die Kultur. Das ist das, was mich immer sehr, sehr nervt, wenn das Leute sagen, also auch in Unternehmen, wo ich vorher gearbeitet habe, wir müssen an der Kultur arbeiten. Mhm. Das geht nicht. Man kann an den Verhältnissen arbeiten und dann kann sich die Kultur, die wird sich entwickeln, man kann das aber nicht kausal beeinflussen. Dafür ist das Ganze auch einfach viel zu komplex. Mhm. Also bei uns war das so, und das ist nämlich das Interessante, zu der Zeit, als wir auf Agile, Scrum etc. umgestellt haben, hatten wir tatsächlich ein richtiges Problem. Und Problem definiert als ein Zustand, der nicht so bleiben kann, weil es sonst gefährlich wird für das Unternehmen. Mhm. Die Entwicklungszeit unserer Produkte war ewig. Ja, also wir wären einfach nicht mehr konkurrenzfähig geblieben, wenn wir so weitergemacht hätten. Wir waren relativ stark gewachsen, auf einmal gab es Abteilungen, ne, so der Klassiker. Dann ist quasi jemand über Scrum gestolpert und hat gesagt, ja, das könnte doch die Lösung unserer Probleme sein, ne? Weil da wird ja versprochen, irgendwie mit weniger Risiko und schneller und besser Software zu entwickeln, weil wir sind ja ein Softwareunternehmen. Ne? Mhm. Und dann haben wir das quasi eingeführt, in der Zeit auch übrigens viele Mitarbeiter verloren, die das eben nicht wollten, ne? Weil wir hatten vorher Hierarchien mit entsprechenden Dienstwagen etc. und so, ne? Und auch auf einmal hatte man keine, sagen wir mal, klassische Entwicklungschance mehr. Ne? Also ich sehe das mittlerweile, ich sehe das total anders, weil ich kann mich da total gut entwickeln, weil ich einfach die Freiheit habe, Sachen zu tun und auszuprobieren und zu gucken, wo brauche ich denn irgendwie Fortbildungen, die mir dabei helfen und so. Mhm. Nur wenn man überlegt, auch irgendwann da vielleicht mal wegzugehen, hat man natürlich nicht so, ich bin jetzt Senior irgendwas und Head of blablabla gewesen, sondern das gibt es halt nicht. Ne? Mhm. Wenn man irgendwo hinwechselt, wo das immer noch so die Karriere ist, die man macht und daran, wo man Entwicklung erkennt, ist das natürlich schwierig. Ne? Mhm. Deswegen sind da auch Leute gegangen. Und dann haben wir uns damals eine Beratung reingeholt, die uns dann wieder gezeigt hat, wie das geht. Ne? Also eigentlich war das, wir hatten ein Problem, jemand hatte eine Idee, wir haben gesagt, wir machen es, und dann haben wir uns jemanden geholt, der mit dieser Idee, ne, weil da gab es das Wissen, also wie man Scrum, wie man ein Unternehmen auf Scrum umstellt, das gab es als Wissen. Das haben wir reingeholt und dann haben wir das quasi umgestellt. Ne? Und das hört sich jetzt reibungsloser an, als es natürlich dann war. Ja, ne? Klar. Aber ich will nur darauf hinaus, dass es muss ein Problem da sein, was auch alle als Problem ansehen, damit es überhaupt die Möglichkeit gibt, da eine Lösung für zu finden. Ne? Weil wenn man auch so abstrakte Probleme, weiß ich nicht, wenn früher, wo ich gearbeitet habe, war immer sowas wie wir gewinnen zu wenig Neukunden. Mhm. Das Problem ist zu abstrakt für den, ich sage jetzt mal, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, den einfachen Mitarbeiter. Mhm. Ne, der sagt, ja, ist mir doch egal. Ne? Also und wenn du natürlich in einem Konzern arbeitest, wo auch die Bindung zum Unternehmen dann noch relativ gering ist, ist das natürlich alles schwierig. Ne? Und ich glaube, vielleicht nochmal als Abschluss, um auf deine Frage mit dem Konzern, wie man das da macht. Ich habe da so ein bisschen meine eigene Meinung. Ich glaube, dass das es da schon eine Kultur gibt, irgendwo, die anders läuft, ne? Also die dann aber so unterm Radar ist, und wenn die erwischt werden, in Anführungszeichen, dann machen die solche Sachen manchmal auch kaputt, ne? Und sagen, ja, so dürft ihr aber nicht arbeiten, obwohl das eigentlich das ist, was den Laden am Laufen hält. Mhm. Ich glaube allerdings, dass, und das ist so ein bisschen meine utopische Vorstellung vielleicht, aber wenn mehr Leute stärker selbst reflektieren würden und zu stärkeren Persönlichkeiten werden würden, dann würde es in sehr, sehr langer, also es würde lange dauern, in ferner Zukunft würden sowas wie Unternehmen, so Konzerne nicht mehr funktionieren, weil die Leute, glaube ich, nicht mehr bereit wären,
das zu tun. Ne? Also einfach nur ohne Widerspruch das zu tun, was einem irgendjemand sagt, wo man noch der Meinung ist, dass er noch nicht mal mehr Ahnung hat als man selber. Also ich glaube so ein bisschen, ich habe das lange versucht, auch in so einer konzernigen Struktur Sachen zu verändern. Das hat vielleicht an der einen oder anderen Ecke so ein bisschen funktioniert. Das kostet aber richtig viel Kraft und war für mich zumindest irgendwann nicht mehr das, was ich machen wollte. Ne? Und arbeite jetzt in einem Umfeld, wo das auch gewürdigt wird, was ich tue. Ne? Und das findet nicht immer jeder super. Ne? Also auch ich muss mich da natürlich kritisieren lassen, aber mittlerweile bin ich, glaube ich, irgendwie stark genug, um zu sagen, ja, okay, stimmt vielleicht. Ne? Oder guck ich mir zumindest mal an. Ne? Ja, klar. Ja. Ja. Und ich glaube auch noch was, also man sieht ja an den, was so in den Konzernen passiert. Ne? Also ich bin jetzt nicht, steck da nicht super im Detail drin, das heißt, vielleicht nenne ich jetzt auch ein paar falsche Namen, ne? Aber sowas wie Nokia oder auch das, was jetzt in der Automobilbranche passiert. Ich glaube, das liegt halt auch ein Stück weit daran, dass da Leute Entscheidungen treffen, die eben nicht mehr der Kritik ausgeliefert sind von denen, die eigentlich die Arbeit machen und das Wissen haben, um diese Entscheidung auf ein besseres Level zu heben. Ja, und dass es diese Kanäle da einfach nicht gibt. Ja, verstehe. Ja, ja, ja. Okay. Jetzt würde ich gerne nochmal, vielleicht ist es für dich kein heikles Tabuthema, aber ich weiß, dass es für in vielen Unternehmen ein heikles Tabuthema ist, ist schlicht das Thema Geld. Ja? Mhm. Würde mich mal interessieren, jetzt ohne, du musst da überhaupt keine Zahlen nennen, aber wie geht ihr denn mit dem Thema Geld und jetzt nicht nur natürlich Umsatzzahlen und tolle Gewinnzahlen, sondern einfach schlicht Einkommen der Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, wird das genauso offen verhandelt, wenn du jetzt unzufrieden wärst mit deinem Gehalt und du sagst ja selber, ihr habt ja keine Karrierestufen mehr im Sinne, das heißt, du kannst jetzt nicht darauf hinarbeiten, dann werde ich halt Abteilungsleiter und verdiene 20% mehr. Ja. Aber wenn du jetzt sagst, ich will 20% mehr oder brauche 20% mehr, ist ja egal, mit Familie. Ja. Wie läuft denn das bei euch? Weißt du beispielsweise, was alle anderen verdienen? Weißt du, was deine Geschäftsführer verdienen? So das Thema Geld. Ist das bei euch tabu oder ist es kein Tabu oder so ein bisschen? Wie sieht das aus? Also es ist kein Tabu. Gehalt ist immer wieder ein Thema, was also nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen Unternehmen, die in einer ähnlichen Weise organisiert sind wie wir oder auf eine ähnliche Weise denken. So richtig gelöst hat das noch keiner. Ich komme am Ende nochmal zu, was ich glaube, warum das so ist. Weil halt Geld sehr viel mit Macht zu tun hat. Genau. Ne? Ah, unter anderem. Unter anderem, genau. Also bei uns ist das so, dass wir haben ein Gehaltsmodell. Das heißt, ich mache es mal im konkreten Beispiel, dann ist es, glaube ich, einfacher. Jemand, der dieselbe Rolle hat wie ich, dieselbe Erfahrung hat wie ich und dieselbe Zeit bei SIPGeld ist, verdient exakt dasselbe wie ich. Okay. Ne? Also es gibt quasi sozusagen pro Rolle ein Grundgehalt und das wird ergänzt durch, was für eine Erfahrung habe ich. Das Grundgehalt orientiert sich dann so ein bisschen am Markt. Das wird auch jedes Jahr wieder neu berechnet. Man guckt, hat sich was verändert. Ne? Und dann gibt es dann auch eine Gehaltserhöhung. Bei uns gibt es jedes Jahr automatisch eine Gehaltserhöhung. Die ist mal höher, mal niedriger. Ich kann es auch sagen, ich habe, als ich gewechselt habe, von der Agentur, wo ich vorher gearbeitet habe, viel, viel, viel weniger dann verdient bei SIPGeld. Das war aber für mich okay, weil das, was ich dafür bekommen habe an Freiheit und ich habe natürlich auch in einer ganz anderen Rolle vorher gearbeitet. Ja, ne? Also ich war ja kein Scrum Master. Ne? Durch die Gehaltserhöhung hat sich das, also ich bin immer noch nicht genau da, aber das hat sich auf jeden Fall schon deutlich wieder in die Richtung bewegt. Und für mich ist das Gehalt, ist das kein Thema. Bei uns gibt es die Diskussion natürlich trotzdem auch, warum wird die Rolle irgendwie anders bezahlt als die andere? Natürlich gibt es diese Diskussion. Wir führen die aber sehr, sehr offen. Also wir machen da auch regelmäßig Runden zu. Also es gibt eine Gruppe, also inklusive der Geschäftsführung und der weiteren Geschäftsleitung und unser HR, die bei uns nicht HR heißt, die kümmern sich sozusagen um dieses Gehaltsmodell. Und da gibt es jedes Jahr Diskussionen. Was es halt bei uns einfach nicht gibt, ist, dass dein persönliches Verhandlungsgeschick einen Einfluss auf das Gehalt hat. Das fällt raus. Ja. Genau. Und ich finde, dass das schon in eine sehr faire Richtung geht. Ich kenne ein anderes Unternehmen, da verdienen alle gleich viel, inklusive der beiden Gründer und gleichzeitig Geschäftsführer. Und auch da gibt es Diskussionen. Also ich glaube, es gibt aktuell noch nicht das perfekte Gehaltsmodell. Und ich glaube, da spielen ganz, ganz viele Sachen rein. Ne? Also man müsste mal gucken, was verändert sich, wenn es beispielsweise sowas wie ein
bedingungsloses Grundeinkommen gäbe, ne, also würde das was verändern in diesen Diskussionen. Mhm. Und ich glaube, also ich habe für mich zumindest gemerkt, dass also in die Richtung, in die ich mich entwickelt habe, ne, und wie ich mich als Mensch entwickelt habe, dass mir Geld weniger wichtig ist und ich mittlerweile das Gefühl habe, dass ich habe richtig Spaß an meinem Job. Ich habe auch irgendwie so, dass mein ganzes Umfeld macht mir irgendwie Spaß, ne, also privat und beruflich. Und ich brauche weniger so Ersatzbefriedigungen durch irgendwelche Sachen, die ich mir dann kaufe, ne, was ich früher halt viel, viel häufiger hatte. Und ich glaube, also ich glaube zum Beispiel, wenn man sich stärker in diese Richtung entwickelt, also so an seiner Persönlichkeit arbeitet, dass die Diskussionen weniger werden können. Ne? Keine Ahnung, ob das wirklich so ist, aber zumindest ist mein Gefühl so. Aber so gehen wir mit Gehalt um und das andere ist so ein bisschen meine persönliche Meinung, was ich glaube, woran das so ein bisschen liegt, ob es da viel oder wenig Diskussionen drüber gibt. Okay, ja, super spannend. Ja, ja, vielen Dank. Gut, ich würde es gerne auch wegen der Zeit langsam rundbringen, aber dich gerne noch fragen. Also kommt rüber, du bist da ja richtig begeistert auch mit deiner Firma. Ja, das finde ich schon, das finde ich schon eine schöne Sache. Ist ja doch viel Lebenszeit, die du da verbringst. Ne? Ja. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das würdest du gerne noch anbringen aus deiner Sicht? Was wir jetzt noch nicht gestreift haben oder wo du sagst, das ist nochmal ein größeres Thema, muss man nochmal hingucken. Jetzt nicht so spontan. Bestimmt, wenn ich gleich aufgelegt habe, dann fällt mir das. Wenn wir also für mich ist diese, ich habe es vielleicht ein paar Mal gesagt, aber vielleicht nochmal so zusammenfassend. Ich glaube, was total wichtig ist, wenn man sich damit beschäftigt, mit Organisationsentwicklung. Das heißt natürlich auch ein Stück weit, dass man ja irgendwie sich zu einem besseren Unternehmen entwickeln möchte. Mhm. Dass man meiner Meinung nach nicht Gefahr laufen sollte, das alles durch eine Brille zu betrachten. Mhm. Ne? Also viele betrachten das dann entweder nur durch die psychologische Brille oder nur durch die BWL-Brille oder nur durch die soziologische Brille. Yeah, und ich glaube, immer wieder kontextabhängig eine andere Brille aufzusetzen, um zu gucken, was ist denn da ein psychologischer Teil, was ist irgendwie soziologischer Teil, wo hilft auch die BWL noch? Ne? Die hilft natürlich auch in ganz vielen Fällen noch, aber nur, wo Sachen planbar sind. Also sich da irgendwie so ein Set anzueignen, das finde ich total wichtig. Und ich glaube, dass zum Beispiel die GfK auch noch dabei hilft, dass man offener für solche Sachen wird. Weil sowas wie soziologischer Ansatz, wo man auch sowas sagt wie, das Unternehmen funktioniert unabhängig von Menschen, das kann erstmal fürs Ego auch ein bisschen schwierig sein. Ja. Und ich glaube, wenn dieser Ego-Teil nicht mehr so wichtig ist, das ist ein bisschen amateurhaft ausgedrückt, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Dass man dann offener für solche Sachen wird und das dann wieder total hilft. Gerade wenn man so eine Rolle hat, wie ich zum Beispiel, ne, wo man irgendwie auch Teams, Organisationen, Menschen irgendwie bei der Entwicklung helfen soll, ist das, glaube ich, total hilfreich. Vor allem an sich selber arbeitet. Ja gut, das wäre nochmal eine eigene spannende Diskussion. Ich kenne ja diese Theorie, also ansatzweise habe ich dir ja gesagt, auch natürlich soziologische Forschung oder Systemforschung, die sagt, ja, Systeme bestehen, so ist ja die Theorie, Kommunikation besteht nicht aus den Menschen. Das wäre nochmal eine eigene spannende Diskussion, weil wenn man keine Menschen hat, hat man natürlich auch keine Systeme. Das ist klar. Die gehören, logisch, die gehören zum Umfeld, zur Umwelt des Systems und ohne die gibt es das natürlich nicht. Und wir hatten ja im Vorfeld auch ein bisschen gesprochen, ne? Und deswegen, wir wollten ja keine systemtheoretische Ahnung, weil da bin ich auch kein Fachmann. Ja. Ne? Nur ist, ich habe mich da sehr, sehr viel mit beschäftigt, aber eher so praxisorientiert. Ja, und ich habe halt gemerkt, dass mir diese Theorie, genau wie übrigens die GfK ja auf einer Theorie begründet mit Annahmen, die man auch hinterfragen kann. Ja, ne? Ja. Nur ist für mich nicht die Frage, stimmt die Theorie, weil in sich ist sowohl die Theorie der GfK stimmig, also in sich, man kann natürlich die einzelnen Annahmen anzweifeln und die Systemtheorie auch. Und dann ist die Frage, ist die einem nützlich in dem täglichen Tun, also sowohl persönlich als auch beruflich? Ja. Und dann ist erstmal egal, ob man jetzt diese Annahmen, also ob jemand sagt, ja, ich zweifle diese Annahme an, ja, ist ja okay, nur hast du was anderes, was dir mehr hilft, dann können wir da gerne drüber sprechen. Im Moment habe ich nichts, also sowohl bei dem persönlichen, ne, in Bezug auf die GfK, als auch bei dem organisationellen, in Bezug auf die Systemtheorie, noch nichts Besseres gefunden. Ja. Und wenn ich das tue, dann bin ich da auch bereit, mir was Neues anzugucken. Ne? Okay. Ja, sehe schon, das kann schon nochmal ein spannendes Thema sein. Aber jetzt würde ich vorschlagen, wir machen es hier erstmal rund und bedanke mich mal ganz herzlich bei dir, Sebastian, für deine Einsichten hier. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und wir können gerne mal gucken, ob wir noch ein
anderen Termin mal finden für dein Lieblingsthema, höre ich ja gerade, dass du dann mal guckst, so die praktische Anwendung dieser Theorien. Ja. Und das kann ja auch sehr spannend sein. Ja, ja. Ja, sehr gerne. Super. Ja, vielen Dank, du. Und ja, wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag. Ja, ich dir auch. Alles Gute. Ciao. Ja, tschüss. Ciao, ciao. Das war das Interview mit Sebastian Schönfeld von Zipgate. Wenn Sie Fragen, Kommentare, Anregungen für diesen Podcast haben, schreiben Sie mir gerne an die üblichen Kanäle. Auf Social Media bin ich eigentlich durchweg vertreten. Oder schicken Sie mir eine WhatsApp. Die Kontaktdaten finden Sie ganz einfach in den Shownotes. Dann würde ich mich freuen, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen und abonnieren. Das macht mir Freude natürlich zu sehen, dass dieses Angebot auch auf Interesse stößt. Und sonst wünsche ich Ihnen einen schönen Tag, wo immer Sie mich gerade im Ohr haben, beim Spazierengehen, Abwaschen, Bügeln, Aufwachen oder zum Zubettgehen. Einen schönen Tag oder eine erholsame Nacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, auf Wiederhören.